Servus Leute, willkommen zum neuen Video von mir. Ich möchte euch heute mal ein Kissen zeigen, und zwar ein Reisekissen. Und würde euch einfach mal zeigen, wie man das benutzen kann und wie schnell es auf, aber auch wieder klein ist. Das heißt aufgeblasen, aber wie schnell man es auch wieder klein hat. Geliefert wird das Ganze hier in so einem Beutel und hier in so einer extra Tasche, so einer Aufbewahrungstasche, damit man es auch wirklich gut nutzen kann. Wie ihr seht, ich habe es schon mal benutzt gehabt und es hat wirklich super funktioniert. Hier sind noch ein paar Infos drauf, wie man es sozusagen benutzen kann. Aufmachen, aufblasen, und dann habe ich es eigentlich so benutzt hier, um einfach meine Arme durchzustrecken, und kann man es dann wirklich gut auch sich reinlegen im Gesicht. Es riecht auch nicht so stark. Dementsprechend war das wirklich ideal. Man kann es aber auch auf der Seite oder auch mal von vorne, das heißt von hinten, wenn man so will, nehmen. Allerdings, das war für mich jetzt im Auto nicht so wirklich praktikabel. Das ganze Thema wird relativ einfach gemacht. Hier unten einfach mal aufgefaltet. Das Ventil hier nehmen und einfach mal aufblasen. Wenn man einen großen, guten Atem hat, also große Lunge, dann geht es sehr schnell. Ansonsten dauert es halt ein bisschen länger. Ich würde es jetzt mal ganz kurz aufblasen und euch mal zeigen wollen. Das war schon. Ihr seht, es ist jetzt richtig schnell gewesen. Wenn man es jetzt auch so sieht, dann macht man es einfach so, oder so habe ich es gemacht. Habe dann einfach meinen Kopf reingesteckt und es war's. Kann man sich wirklich gut im Auto auch ausruhen. Wie gesagt, Alternative war immer dann das hier. Wobei, das war für mich jetzt nicht so praktikabel. Wie gesagt, im Auto, ich bin eher jemand, der mehr Katzenbuckel, wie ich immer sage, macht. Alternativ natürlich auch das hier. Aber ja, für mich ist wirklich diese Position das Beste. Da kann man sich richtig schön entspannen hier. Und das klappt eigentlich am besten für mich hier. Genau. Das Ding, wie gesagt, wie ihr schon gesehen habt, es geht richtig schnell aufzupusten. Und genauso schnell geht es auch wieder zu entleeren. Da drückt man hier einfach hier in der Mitte das Ventil und macht sie einfach leer. Und wenn es dann nächstes Mal weitergeht, mache ich das so. Dann sauge ich die restliche Luft auch noch aus. Na, da unten ist ein bisschen. Das raus damit. Satt. Und ihr seht, es ist leer. Komplett. Jetzt macht man das einfach wieder so zusammen einigermaßen. Dass man das so. Satz 1, 2. Und dann einmal zusammendrehen. Ah, da ist noch Luft drin. Sehe ich gerade, merke ich gerade. Besser jetzt. Ja, ist besser. Zack, zack. Einmal dann zusammendrehen hier. Und das war's dann schon. Wieder in die Tasche rein. Und damit hat man dann sozusagen das Kissen wieder auf einer kleinen, angenehmen Größe. Ich mache immer den Zettel noch mit rein, weil da kann ich es dann wirklich auch mal zeigen, beziehungsweise auch mal, ja, einfach mal den Leuten zeigen, wie ich es auch mache, klar. So sieht es dann aus, wenn es wieder klein ist. Ihr seht, das ist wirklich eine schnelle Sache, sei es für die Bahn, sei es fürs Auto als Beifahrer oder auch fürs Flugzeug. Man kann es wirklich schön an dem Koffer hinmachen. Man kann es kurz in die Tasche, in die Reisetasche reinpacken.
Es funktioniert nicht wirklich sehr, sehr gut. Daher kann ich es wirklich empfehlen, vor allem auch, weil es nicht riecht. Das heißt, im ersten Moment hat es ein bisschen leicht gerochen, mittlerweile gar nicht mehr. Das ist wirklich komplett geruchslos, wie ich es finde. Und dementsprechend kann ich es euch wirklich empfehlen. Ansonsten war es von mir. Wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet, meldet euch einfach bei mir in den Kommentaren und ich würde mich dann kurzfristig bei euch zurückmelden. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Servus!